Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mesh8 und heute zeige ich euch meine Lieblingsausrüstung für den Aufklärer. Mein Aufklärer-Setup ist eigentlich gar nicht so viel zum Aufklären da. Zumindest wird eigentlich mehr geschossen als aufgeklärt, denn ich gehe am liebsten sehr nah an die Action ran, um dort zu helfen. Das heißt jetzt nicht, dass ich wirklich ein sogenannter Aggressive Recon bin, aber ich bin schon eher an der Action dran, als dass ich irgendwo auf einem Berg rumsitze und irgendwie da snipe. Um eine schöne Balance zwischen Nah- und Fernkampf zu bekommen, benutze ich selber als Primärwaffe die Gol Magnum. Obendrauf ist dann noch das JGM4 oder das CL6X Visier. Vorne am Lauf habe ich dann noch gerne den Mündungsfeuerdämpfer drauf, Laservisier und Geradezug sind selbstverständlich auch dabei. Meine Sekundärwaffe ist die allzeit zuverlässige Compact 45 mit Mini-Rotpunktvisier, grünem Laservisier und dem Mündungsfeuerdämpfer. Weil die beiden Waffen ja noch nicht genug sind, haben wir auch noch den Bewegungsmelder in Form des Pokéballs dabei. Und weil das ja auch noch nicht genügt, haben wir jetzt nochmal als zweites Gadget etwas Sprengstoff dabei. So hat man auch was gegen Fahrzeuge in der Hand. Um die Ausrüstung jetzt vollend abzurunden, habe ich jetzt noch das defensive Quad-Perk und die Frag-Granaten dabei. Die Ausrüstung, so wie sie jetzt ist, damit spiele ich wirklich gerne. Das ist wirklich eine schöne Mischung zwischen Nah- und Fernkampf und Infanterie- und Fahrzeugbekämpfungsmöglichkeiten. Gleichzeitig kann man aber immer noch seinem Team helfen, und zwar beim Aufklären, indem man diese Bewegungssensoren wirft. Man muss sich einfach nur merken, dass die Dinger nur 20 Sekunden am Leben bleiben und danach braucht man einen neuen. Das heißt, man sollte immer mal die Augen nach einem Supporter offen halten. Die Gol Magnum ist ja hier so die Primärwaffe in dieser Ausrüstung und deswegen gehe ich mal da ein bisschen eher drauf ein. Und zwar finde ich diese Waffe einfach nur großartig. Auf etwas größeren Distanzen ist die Waffe zuverlässig zu meistern, weil die Projektile schnell genug unterwegs sind. Und das ist auch der Grund, warum ich mich nicht für die M40A5 entschieden habe. Die M40A5 hat nämlich sonst den Vorteil, dass man nicht nur 6, sondern 11 Schuss pro Magazin dabei hätte, aber schlussendlich finde ich die Gol dann als Allrounder durch die höhere Projektilgeschwindigkeit einfach besser und zuverlässiger und ganz ehrlich, ich brauche keine Waffe, die nur ab und zu mal zuverlässig ist, sondern eigentlich immer. Und das ist auch genau der Grund, warum ich die Gol genommen habe. Die M40 habe ich zwar auch sehr viel gespielt, aber es war dann doch schon sehr, sehr kniffelig auf längeren Distanzen was zu treffen, gerade wenn sich der Gegner dann mal bewegt. Bullet Drop ist eine Sache, allerdings kann man da auch nicht viel machen, wenn dann die Kugel noch so langsam in der Luft rumeiert, sodass der Gegner sie förmlich auf sich zufliegen sieht und dann reagieren kann. So ein bisschen wie in der Matrix und Bullet Time. Das ist jetzt auch schon ein bisschen schwieriger zu erklären, was denn mein Playstyle mit so einer Waffe ist. Also er ist auf jeden Fall nicht der Aggressive Recon. Das heißt, ich bin nicht immer in erster Linie dabei. Ich bin eher so in zweiter oder dritter. Aber auf jeden Fall nicht in der letzten, da wo der eigentliche Scharfschütze sonst liegt, der mit seinem 40-fach Visier auf dem Operation Firestorm Berg liegt zum Beispiel. Das ist so gar nicht mein Ding und deswegen finde ich die Golden Magnum ebenso gut, weil sie so schön beides, das heißt Nah- und Fernkampf, miteinander verbinden kann. Das heißt, sie ist auf kleinen Distanzen irgendwie zu gebrauchen, weil sie schnell genug schießt und auch diese 6 Schuss reichen meistens aus und außerdem auf längeren Distanzen dann durch ihre hohe Projektilgeschwindigkeit überzeugen kann. So, jetzt habe ich aber genug von der Waffe hier geschwärmt und jetzt geht es erstmal weiter zur nächsten und zwar der Sekundärwaffe und zwar der Compact 45. Warum ich die dabei habe, das habe ich auch schon mal ausführlicher in einem meiner Videos erklärt und zwar dem Die besten Pistolen Video. Die Waffe habe ich dort nämlich als eine der besten dargestellt und ich spiele sie bis heute noch wirklich sehr gerne und sie ist eigentlich immer nur noch weiter in der Top-Liste meiner Waffen aufgestiegen, weil ich sie eben eigentlich immer dabei habe. Übrigens, das Schöne an den Pokébällen ist, gerade wenn man halt aggressiver spielt, dass man sie fast nicht bemerkt. Man hört es zwar als Gegner, dass da irgendwas piept oder so biebt, allerdings muss man das Ding ja auch erstmal finden, um damit was anfangen zu können. Und das ist halt so klein und unauffällig, dass man das sehr, sehr schön verstecken kann. Was ich aber gemerkt habe, ist einfach, dass wenn ich mal keinen so guten Tag hatte, was mein Zielvermögen eben anging, dann hatte ich schon sehr schlechte Karten damit und musste umso defensiver spielen. Das heißt, auch wenn ich nah in der Action sein will, muss ich nicht unbedingt in der Action sein. Und ich glaube, das muss man hier so ein bisschen deutlicher sagen, denn wie gesagt, das macht mich eben nicht zu einem Aggressive Recon. Der Aggressive Recon würde einfach reinlaufen und alle Leute im Raum erledigen. Leider sind meine Gegner nie so doof und außerdem bin ich nicht so gut, was das Zielen angeht, also lassen wir das lieber und bleiben so eine Mischung zwischen defensivem und aggressivem Sniper.
weniger aggressiv, sondern auf jeden Fall defensiv gehen wir jetzt vor, denn wir sind jetzt am Ende vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht wollt ihr mir nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr so mit dem Sniper spielt. Das heißt nicht nur mit der Ausrüstung, wie die aussieht, sondern auch wie ihr da vorgeht und was eure Geheimnisse sind. Ich selber habe wie gesagt gemerkt, dass ich irgendwie so eine Mischung zwischen aggressivem und defensivem Sniper darstelle. Allerdings ist das natürlich nicht jeder. Schreibt mal rein, was ihr so macht und wie ihr es macht. Ansonsten weise ich nochmal kurz auf meinen G2A-Link in der Beschreibung hin. Dort kann man Spiele kaufen und das recht günstig. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.